Meine sehr geehrten Damen und Herren, Joachim Valentin, mein Name, Leiter dieses Hauses und für die Veranstaltung zuständig. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer konzentrierten Arbeitssitzung heute im überschaubaren Kreis. Das erleichtert ein konzentriertes Miteinandersprechen. Der überschaubare Kreis besteht etwa zur Hälfte aus Mitgliedern des Gesprächskreis Juden-Christen beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das seit über 40 Jahren sich äußert zu Fragen des jüdisch-christlichen Miteinanders, auch kontrovers, auch innerkatholisch umstritten und umkämpft und mutig, wenn ich das an der Stelle sagen darf. Ich habe selber die Ehre, seit über 2 Jahren diesem Gesprächskreis anzugehören. Wir wissen alle, dass die Fragen, die hier zu verhandeln sind, kontroverse Fragen sind, gerade heute auch wieder. Und zum Feld dieser kontroversen Fragen gehört die Frage nach der Erinnerungskultur, die, und ich werde da gleich noch ein bisschen ausführlicher auch zu sprechen, eben auch eine komplexe und konfliktgeladene geworden ist. Man könnte aber auch sagen, als konfliktgeladene sichtbar geworden ist. Vielleicht war sie das immer schon. Ich begrüße die 3 Referenten, die Referentin, die schon hier sind, besonders herzlich Frau Professor Dr. Aleida Aßmann, die vor größerem Publikum vor kurzem hier in Frankfurt in der Paulskirche gesprochen und mit ihrem Mann Jan den Friedenspreis des deutschen Buchhandels entgegengenommen hat. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Und fühlen uns geehrt und wissen das sehr zu schätzen. Professor Dr. Schöttler, der als Erster gleich sprechen wird, ich stelle ihn dann noch vor, gehört dem Gesprächskreis an, und Herr Dr. Lutz aus Berlin von der Stiftung Topographie des Terrors wird heute Nachmittag zu uns sprechen. Jana Lemberska, junge Autorin, war erkrankt, ich muss in der Vergangenheitsform sprechen, wollte sich melden. Ich warte noch eine Nachricht von ihr ab. Ich hoffe, dass der letzte Vortrag stattfindet. Ansonsten müssen wir schauen. Ihr Text liegt ja vor. Vielleicht können wir den verlesen und diskutieren. Im Moment bin ich noch hoffnungsvoll, dass sie kommt. Jetzt aber einige Sätze doch zur Intention dieser Tagung. Wir sprechen über Erinnerung 2.0. Warum tun wir das überhaupt? Wenn wir davon ausgehen, dass es seit den 80er Jahren in der jüngeren Debatte wird die Rede von Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 zu 40 Jahren Kriegsende hier als Wendepunkt markiert. Wenn wir also seit dieser Zeit eine halbwegs kohärente und gewachsene Erinnerungskultur in Westdeutschland haben, dann darf man inzwischen doch freundlich gesprochen von deren Hybridisierung durch Wiedervereinigung, durch Zuwanderung und auch durch Generationswechsel ausgehen. Konkret zu reden wäre bei diesen Veränderungsprozessen erstens vom Thema Globalisierung. Es leben Dutzende verschiedener Erinnerungskulturen mit teilweise konträren Opfer- und Täternarrativen plötzlich an einem Ort auf engem Raum. Hier in Frankfurt kann man das gut erleben, beieinander. Ethnische, nationale, religiöse Orientierung verschiedener Gruppen gerät in Spannung zueinander, und die wechselseitige Aufforderung, die jeweils eigene Geschichtsdeutung zu übernehmen oder ihr doch wenigstens nicht öffentlich zu widersprechen, führt zu offenen Konflikten. Ich nenne nur die Themen Nahe Mittlerer Osten, die Debatte um den Genozid an den Armeniern. Immerhin leben 3.500 Menschen türkischer Herkunft in Deutschland, die die breit geteilte Meinung der deutschen Mehrheitsgesellschaft in Teilen nicht teilen. Aber in dem Zusammenhang ist auch nochmal deutlich geworden, dass der Genozid an den Herero und andere unaufgearbeitete koloniale Gewalt, aber auch die ganz andere Sowjetgeschichte der sogenannten Kontingentflüchtlinge, alles das sind unterschiedliche Erinnerungskulturen, die nebeneinander bestehen und eben nicht immer nur friedlich. Das zweite Thema, auf das zu schauen wäre und auf das wir heute auch schauen wollen, ist das Thema Mediatisierung oder Digitalisierung. Es steht heute mehr Material als je zuvor in greifbarer Nähe eigentlich jedem zur Verfügung, allgegenwärtig. Das gilt auch für eine Vielzahl von Film- und Fernsehproduktionen in jüngerer Zeit. Auch diese heftig diskutiert, unsere Mütter, unsere Väter, Babylon, Berlin sind gerade die jüngsten
öffentlich-rechtlichen Produktionen, die auch im Ausland aufmerksam immer wieder wahrgenommen werden. Aber auch die Frage nach einer medial vermittelten Erinnerungskultur an den Gedenkstätten im Schulunterricht, die in der wechselvollen Erinnerungsgeschichte der BRD Deutschlands nach der Wiedervereinigung eine erstaunliche Intensivierung erlebt haben, wären hier zu nennen. Man steht ja immer in der Gefahr, die Gegenwart bis in die 50er zurück zu projizieren, aber der Schub, den beim Ausbau der Gedenkstätten, bei der Intensivierung der pädagogischen Arbeit im Jahr 1990 etwas stattgefunden hat, vielleicht, Herr Lutz, wenn Sie nachher noch was dazu sagen, der ist doch auffällig. Doch auf Archive zugreifen zu können, bedeutet eben noch nicht, eine Erinnerungskultur entwickelt zu haben. Das könnte sogar das Gegenteil der Fall sein, diese Erinnerungskultur kollektiv oder individuell zu pflegen. Die Masse potenziell zur Verfügung stehenden Archivmaterials kann auch abstumpfen oder zu Überforderungsresignation führen. Beim Thema der Ritualisierung von Erinnerung spielen Religionen eine wichtige Rolle. Deswegen beginnen wir damit heute, aber es ist natürlich auch zentrales Thema hier im Haus und des Gesprächskreises, die ritualisierte Erinnerung, die eben nicht ein Zugriff auf Archive, sondern eine Memoria-Kultur ist, in den Blick zu nehmen. Drittens wäre vom Generationswechsel zu sprechen in mehrfacher Hinsicht. Wir verlieren immer mehr Zeitzeugen der Katastrophe der Shoah, aber auch anderer Ereignisse des 20. Jahrhunderts durch Tod auf der Täter- und der Opferseite. Und in jeder neuen Enkelgeneration droht auch eine Verdünnung oder weitere Historisierung des Gedenkens. Da gleitet etwas weg, da ist etwas genauso weit entfernt wie der 30-jährige Krieg oder Bismarck, das doch eigentlich nur 80 Jahre in der Vergangenheit liegt. Und schließlich, last but not least, sind wir konfrontiert mit einer aggressiven Infragestellung der überkommenen Erinnerungskultur von rechts, die bisher noch ohne wirklich überzeugende Antwort bleibt, so würde ich das jetzt mal sagen. Es ist also vielleicht nicht übertrieben zu sagen, dass wir aktuell gesamtgesellschaftlich mitten in einem Paradigmenwechsel stecken und bei der Frage nach der Identität auch die Frage nach der Herkunft stellen, diese aber kaum mehr kohärent beantworten können. Verschiedene religiöse, ethnisch-nationale, zivilgesellschaftliche, aber eben auch staatliche und politische Akteure sind hier gefragt beziehungsweise in Reflexionsprozesse aktuell verstrickt. Die Frage etwa, ob alle Migrantinnen und Migranten nach Auschwitz oder in ein anderes Konzentrationslager geführt werden sollen, die Fragen des deutsch-polnischen, des deutsch-israelischen Dialogs und Jugendaustauschs, die Frage der Auswahl und Gestaltung diverser Gedenktage beschreiben hoch umstritten einen Teil möglicher Lösungen, aber auch Problemfelder. Ganz konkret für den Gesprächskreis Juden und Christen beim ZDK hat sich bereits im Jahr 2004 das Thema gestellt. Es gibt ein Papier aus der Zeit, in dem auch die Erinnerungskultur, die Medialisierung und all diese Fragen schon angesprochen werden. Aktuell, ich habe es eben schon gesagt, hat er sich zur Aufgabe gestellt, in seiner konstitutiv-dialogischen Zusammensetzung, Jüdinnen und Christinnen sitzen hier seit Jahren an einem Tisch, und den darin immer schon liegenden Verbindungen, aber auch den wechselseitigen Verwiesenheiten und vielleicht unausgesprochenen Konfliktlinien, die Frage nach einem angemessenen Erinnern in einem echten Arbeitsprozess, und da ist heute sozusagen der Arbeitstag oder der erste Arbeitstag in diesem Prozess, neu zu stellen. Und für uns, so darf ich das jetzt mal sagen, stellvertretend, wir werden das sicher in der langen Mittagspause, die eine Arbeitssitzung des Gesprächskreises beinhaltet, auch noch kontrovers diskutieren, wären meiner Ansicht nach in einem ersten Anlauf ein paar Hotspots zu nennen, und danach bin ich mit der Einleitung auch am Ende. Und diese Hotspots, deswegen möchte ich sie nennen, spiegeln sich eben im heutigen Tagungsprogramm. Erster Hotspot des Gesprächskreises und vielleicht für uns alle: Für Jüdinnen und Christinnen ist Erinnerung als Aufforderung und in der gemeinsamen Bibel grundgelegt, aber in unterschiedlichen Erinnerungskulturen und Ritualen geronnen, jüdische und christliche, die teilweise ausdrücklich auch in konträre Täter-Opfer-Rollen zerfallen und von wechselseitigen Anleihen und Aneignungsprozessen gekennzeichnet sind. Es gibt sowas wie eine christliche Exodus-Theologie, darf es die geben? Es gibt jüdische Spuren in
urchristlichen Feiertagen, Jesus-Erinnerungen, Marien-Erinnerungen, denken wir nur an das Fest Beschneidung des Herrn oder Erscheinung des Herrn, denken wir an das Pfingstfest, denken wir an das Oster- und das Weihnachtsfest. Keines dieser Feste kann ohne den Eintrag der jüdischen Tradition gefeiert werden und kann doch zugleich auch kritisch als, ich sage jetzt mal, feindliche oder freundliche Übernahme gewertet werden, wenn man kritisch und vielleicht von jüdischer Perspektive draufschaut. Aber auch zweitens, zweiter Hotspot, die jüdische Community ist sozial pluraler geworden, mindestens um die postsowjetische Erinnerungskultur bereichert, die heute in der Tagung ja auch vorkommt, bei Frau Lemberska, was ich eben sprach, wird bei Herrn Schöttler sicher vorkommen. Also sowjetische, postsowjetische Erinnerungskultur, die sich stärker an der Sieger- als an der Opferperspektive orientiert und durch sie konstituiert. Und gleichzeitig kämpft auch die jüdische Community angesichts der Säkularisierung um die Lebendigkeit, um die Lebendighaltung ihrer eigenen religiösen Erinnerungsformen. Drittens schließlich hat sich auch die christliche Community pluralisiert. Wir merken das nur häufig nicht, dass hier in Frankfurt die katholische Gemeinde aus 40% Menschen mit Migrationsgeschichte besteht, die nicht ohne weiteres, genauso wenig wie andere Migrantinnen, in die deutsche Erinnerungskultur sich einpassen lassen. Was die Kroatinnen und Polinnen angeht, darf man vermuten, dass sie vielleicht sogar konträre Geschichtskulturen pflegen, die durch dort wieder auflebende identitäre Strömungen auch noch einmal national angeschärft werden. Und schließlich viertens, das aktuell auch hier im Haus und während der Buchmesse in Frankfurt für viel Wirbel sorgende Buch von Max Czollek, Desintegriert euch, die provozierenden, aber auch ziemlich intelligenten, wenn ich das auch aus der unmittelbaren Begegnung sagen darf, Überlegungen in dem Buch kann man nicht beiseite lassen, wenn er vor allem die jüdische Minderheit in Deutschland, aber auch andere auffordert, aus den von der Mehrheitsgesellschaft diktierten Rollenzuweisungen auch in der Erinnerungskultur auszubrechen. Er spricht von Gedächtnistheater und daneben wären Begriffe, die auch bei Frau Aßmann schon diskutiert werden, Geschichtspolitik, Erinnerungsmanagement zu diskutieren. Also was ist eigentlich das Label, unter dem wir hier agieren und haben denn da eigentlich alle eine eigene Stimme? Er sagt, ausbrechen und eigene widerständige und kontroverse Kulturen der Erinnerung laut ins Gespräch bringen und damit das deutsche kollektive Gedächtnis dezentrieren. Es gibt dann nicht mehr das eine kollektive Gedächtnis, wäre zumindest eine mögliche These. Dazu werden wir, denke ich, auch von Frau Professor Aßmann gleich etwas hören. Soweit also die Themenfelder, der Horizont, von dem wir heute sprechen. Es wäre sicher das ein oder andere hinzuzufügen und das werden wir tun. Ich darf Ihnen vielleicht zur Struktur des Ablaufs nur so viel sagen, dass wir jetzt heute Morgen recht konzentriert die beiden Vorträge hören, nur mit Verständnisrückfragen. Es gibt ja, je nachdem, wann wir enden, also ob Frau Lemberska kommt oder nicht, ein Schlusspodium, bei dem zumindest einige der ReferentInnen auch präsent sein werden, wo wir sicher auch Überlegungen aus dem Gesprächskreis einbringen. Also die grundständige Überlegung, das grundständige Diskutieren soll am Ende der gesamten Tagung stattfinden. Die Mittagspause ist länger wegen der Sitzung. Ich darf all diejenigen, die nicht zum Gesprächskreis gehören, herzlich einladen, sich in der neuen Altstadt zu verlustieren oder einfach in Ruhe und ausführlich in unserer Cucina Mittag zu essen. So viel also zum Ablauf. Wenn Sie weitergehende Fragen haben, stellen Sie mir die bitte, denn ansonsten würde ich jetzt gerne schon mit leichtem Zeitverzug Heinz-Günter Schöttler vorstellen, der jetzt gleich zum Thema Was bleibt mehr als ein Buch, Überlegungen zu einer biblischen Erinnerungskultur zu uns sprechen wird. Er ist katholischer Theologe, hat in Trier und Regensburg studiert, wurde 1977 zum Priester geweiht und war auch einige Zeit als Priester tätig im Hunsrück. Immer wieder als Lehrbeauftragter für Homiletik, also für Predigtlehre am Institut für Pastoralpsychologie in Trier und an der Theologischen Fakultät dort, also ein Mann der Praxis und des Wortes, wenn ich das so sagen darf. Seit 2000 dann Professur für Pastoraltheologie und Kerygmatik an der Universität Bamberg
und dann schließlich als Professor für Pastoraltheologie in Regensburg seit 2007. Dort durchaus in einem kreativen Spannungsverhältnis zum damaligen Ortsoberhirten, als es um die Karfreitagsfürbitte ging, auch einer von den Mutigen aus dem Gesprächskreis. Er ist Mitglied im Gesprächskreis Juden und Christen seit langem, seit 2006 Ephraim Feitel-Dozent für Homiletik am Abraham-Geiger-Kolleg, einer der Orte, von denen Max Czollek sagt, hier entsteht sowas wie eine widerständige jüdische Kultur, die sich nicht einfach einsortieren lässt in eine Mehrheitserinnerung Kultur. Er ist Redaktionsmitglied der theologischen Zeitschrift Bibel und Liturgie, Mitherausgeber von Bamberger Theologischen Studien und Bamberger Theologischem Forum. Und ich nenne nur die Titel aus der doch langen Publikationsliste, die sich in der Nähe unseres Themas bewegen. Jüngst, 2016, Revisionen christlicher Theologie aus der Begegnung mit dem Judentum. Dann gemeinsam mit Walter Homolka, Rabbi, Pastor, Priest, Their Roles and Profiles Through the Ages, 2013. Christliche Predigt und Altes Testament, Versuch einer homiletischen Kritologie, 2001. Und dann eben, da sind wir auch wieder bei diesem leidigen Thema im Band von Homolka und Rabbiner Brandt, damit sie Jesus Christus erkennen, die neue Karfreitagsfürbitte für die Juden, gibt es ebenfalls einen Beitrag von Heinz-Günter Schöttler. Lieber Kollege Schöttler, ich bitte Sie um Ihren Vortrag. Dankeschön.